Konrad zum Gruße, ihr Lieben. Es geht weiter mit Satinavs Ketten. Und wir haben jetzt auch endlich das Rezept bekommen. Darüber freue ich mich sehr, denn ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, das Rezept wäre längst in diesem Herbarium drinne. Ist es aber nicht. Es war in der Schublade und da muss man erstmal drauf kommen. Und nun würde ich gerne mal wissen, ja, kann ich das einfach alles so einzeln angucken? Packt er das direkt in Glaskolben? Sonst stellen wir doch mal den Glaskolben nochmal erstmal wieder hin. Und jetzt frage ich mich, wendet er das an? Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Ja, gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Pfahlgelbe Wurzel, sellerieartige Blätter, eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Und kann ich die da einfach jetzt schon reinschmeißen, oder? Eine Yoruga? Wunderbar, er schmeißt sie einfach rein. Ja, das passt ja. So, dann nimmst du auch noch diese Alraune. Eine Alraune? So, dann das da. 2 Unzen Trashbart. Was noch? Was war das noch? Gwendlings Mittel geht. Ich brauche eine Eine Yoru, 2 Unzen. Etwas, das Krähen anlockt. Und etwas, das Feen in alles zu. Moment, das, was Feenmagie ist, das hier? Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Genau, das schmilzt jetzt da drinne. Dadurch kommt auch Flüssigkeit rein. Und das lockt Krähen an. Etwas, das Krähen anlockt? Perfekt. Dann habe ich doch alles. Tada! Entzauberungsmittel. Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Na das... Au! Heiß! Das ging doch jetzt aber mal schnell. So, kann ich das jetzt einfach raufschütten? Improvisierte Flagge mit Entzauberungsmittel. So, und die bringen wir jetzt mal weg. Also ich meine, es ist ja auch alles logisch hier, oder? Dafür braucht man... In dem Sinne keine Lösung, finde ich, es sei denn, man findet die Zutat nicht. Also ich habe die jetzt zufällig im letzten Part dann doch alle gefunden, aber ich kann mir vorstellen, der eine oder andere, der weiß ich nicht, an einer anderen Stelle weiter war als ich, der muss dann im Nachhinein die Zutaten suchen und dann fängt man wieder an, wo denn und was und da war ich zum Beispiel froh, dass ich das Taubenei jetzt so schnell gefunden habe. Also da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht weiß, was lockt Krähen an und da nicht auf das Taubenei zum Beispiel kommt. Nun denn, hängen wir doch jetzt aber mal die Flagge auf. Wenn es denn klappt, sollte aber klappen. Das lockt bestimmt die Krähen an und dann geht es hier richtig los. Das gehört an die Querstange. Achso. Den Fehler habe ich, glaube ich, am Anfang auch gemacht. Dann hoch damit. Da habe ich das auch nicht an die Querstange gehangen. Egal. Oh, da kommen sie alle und vergiften sich sozusagen. Naja, eigentlich entzaubern wir sie ja. Das Burgvolk hat dein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na, endlich. Super. Ach, den kennen wir doch. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen, so wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Drängen, Entschlossenheit demonstrieren, Krähendrang vorzeigen. Nicht alles ist verloren. Mit diesem Trank können wir die Krähen von ihrem Fluch befreien. Zu spät, Vogelfänger. Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren.
Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Sieh da! Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam! Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig! Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Dann versuchen wir trotzdem ja eigentlich immer alles und vor allem auch Geron das aufzuhalten. Und wenn doch es schief geht, mein Gott, dann ist er auch nur ein Mensch. Er macht's ja nicht mit Absicht. Gegen Seher argumentieren, Standfestigkeit zeigen. Nori wird sterben, wenn ich sie nicht finde. Ob ich nun Unglück bringe oder nicht. Nichts wird mich davon abbringen, ihr das Leben zu retten. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Na, immerhin haben wir es geschafft, zum König zu kommen und müssten jetzt genau einen Freibrief haben. Damit gehe ich jetzt mal wieder zurück. Ein bisschen schneller vielleicht zurück, genau, ich doppelklicke mal wieder. Und der Ulfried liegt hier immer noch, keiner bringt den weg, warum auch. Die Farbe vermischt sich schön mit dem Weiß, okay, lassen wir das. Bitteschön. Schaut hier, ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich? Das königliche Siegel? Also gut, Vogelfänger, tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, hätte man es noch ein bisschen länger ziehen wollen, das Spiel, dann hätte man das Siegel bestimmt auch irgendwo in einer anderen Parallel-Satinavs-Ketten-Point-and-Click-Welt das Siegel irgendwie selber herstellen. Wenn ihm das Siegel so wichtig ist, dann hätte man daraus bestimmt auch nochmal ein Rätsel machen können. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt nicht auch noch machen mussten. Irgendwie Wachs sammeln, schmelzen und was weiß ich. Oh, Menschenfreund, echt? Dort oben brennt noch Licht. Bekomme ich jetzt im Nachhinein, das war die Errungenschaft im Nachhinein, für dass ich da den anderen gerettet habe. Wieso kriege ich die denn jetzt doch noch? Naja, immerhin kriege ich sie. Ich habe ihn ja auch gerettet. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass ich sie nicht bekommen habe. Aber, na gut, kriegt man sie eben später. Ein Loch, nicht einmal einen Spann tief. Der Kreis der 12 Götter. Jetzt sind wir also hier in der Magierakademie.
Interessant. Kann ich da hinten nicht einfach hingehen? Nee, aber ich kann da... Ach, hier ist noch ein Wandteppich. Aha, dann gehen wir doch da mal... Ach so, dann bin ich hier oben. Zugenageltes Fenster. Was mache ich hier eigentlich? Oh. Hallo. Was? Nee, guck da noch mal rein. Da ist ein Zauberer oder sowas eingesperrt. Kann ich den da nicht rausholen? Geron? Oh. Hallo. Ich bin zwar noch gar nicht durch die andere Tür gegangen und das ist bestimmt eher der andere Weg, den ich zuerst gerade nehme, aber egal. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eos causa discimus. Mhm. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Ach so. Ja, dann reden wir mal mit ihm. Was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Hier sind... Bewahre meinen Geist! Eos causa discimus. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Ich habe ihm seinen Hut weggenommen. Und über diese Krähen. Weg mit euch. Weg, weg. Sagt er auch was anderes? Komm, wir geben ihm seinen Hut wieder. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Nimm ihn, setz ihn auf. Schrifttafel. Sind das Zauberformeln? Eos causa discimus. Ja. Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Was mache ich denn jetzt mal? Liegt hier noch irgendwas rum? Kann ich mit diesem Hut was machen? Er hat alles damit vollgekritzelt. Steht da irgendwie was? Rezept? Eos causa... Nee. Das interessiert ihn nicht. Den Hut will er ja auch nicht wieder haben. Dann weiß ich auch nicht. Dann lassen wir ihn da erstmal. Dann sitzt er hier und Eost vor sich hin. Und wir gehen erstmal dann durch die andere Tür. Die hier. Den Hauptweg. Sollte man vielleicht zuerst nehmen. So. Ah. Hallo. Geron, du lebst noch. Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Ach, Entschuldigung, ich habe was getrunken. Neuigkeiten des Feenforschers Nuri retten Eos causa discimus. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Alles. Erlebnisse des Feenforschers. Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Erkenntnisse des Feenforschers, Wahrträume, anderes Thema. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar, und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Mhm. Erzählt mir von diesen Wahrträumen, die die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Wahrträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten, um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus.
indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Immerhin hat ja Geron damit sogar noch einen Freund, also, ne? Ja, jemand, der auf seiner Seite ist, jemand, der ihm auch mithilft. Anderes Thema. Wegen etwas anderem. Was haben wir noch? Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Sehers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Sehers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Ortsartefakt, Seelentauschartefakt, als Köder eigentlich alles immer. Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Also es ist jetzt vielleicht sogar hier in der Akademie, oder? Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie. Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Ah, das könnte natürlich sein, der Gedanke ist ja nicht schlecht. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft. Und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Wegen etwas anderem. Ich muss Nori retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Sehers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. In Noris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Na, war eben doch eine Harfe. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Seers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Was bedeutet Eius Causa Discimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha, das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auf Hesinde bezieht, die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch ihn erfasst. Ja, hier können wir doch... Was wisst ihr über dieses... Was genau interessiert... Haben wir doch eigentlich schon alles, oder? Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Warte. Wieso? Ja, okay. Oder wir spielen erzählen. Aber wir... Ich werde... Bin gleich zurück. Das war's dann. Dann haben wir den Magister ja quasi schon vor Giacomo getroffen. Macht ja nichts. Braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe?
Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Alles klar. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Mit dem Wasser kann ich damit nicht, Nautas Nachforschungen scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie konzentriert zu haben. Nee, ich dachte, damit könnte ich vielleicht, aber kann ich damit die sauber machen? Ich muss das... Nee. Die sollen wir auch noch sauber machen. Ja. Was gibt's hier noch? Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Okay. Das ist ja alles hochinteressant. Und dann stöbern wir mal die Bücherregale durch, würde ich sagen. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lang, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Mhm. Also es ist für die gar nicht so ernst. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Ja. Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Sehers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Weshalb Andergast obsiegen wird. Andergast erstrahle. Das war Andergast, König Efferdan. Efferdan der Erste. Hier ist die Geschichte, wie er vor 13 Jahren mit den Helden auszog, um den Seher zu besiegen. Aber auf der Reise wurde er verletzt und musste zurückbleiben. Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation. Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feischer Zaubermacht zu bedienen. Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Der 13. Krieg gegen Nostria? Der 14. Krieg gegen Nostria? So viel Zeit habe ich nicht. Okay. Dann noch einmal schnell die Geographia. Hunderte von Büchern über Andergast und eines über Nostria. Über Feenwelten. Gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht eindeutig ersehen kann, ob sie nun Zweibeiner, Tier oder Pflanze sind. Oder Einsiedlernasen. Über Nostria. Flach und hässlich wie eine Scholle ist das Königreich Nostria. In modrigen Tümpeln angelt der gemeine Nostriake dort nach seinen Salzarelen. Das weiß ich doch alles schon. Okay, gut, dann nochmal wieder zurück. Ich weiß auch nicht, Mathematiker vielleicht nochmal. Aber da hatten wir ja schon. Okay, das funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen Cut. Freue mich, dass wir wieder ein Stück weitergekommen sind, uns dem Ende nähern. Und ja, in diesem Part war jetzt ein bisschen mehr Gesprächsstoff, bisschen mehr Inhalt über das Ende und über den Seher, sehr viel Dialoge, aber mir persönlich macht das nichts aus. Ich hoffe euch auch nicht, glaub nicht. Sonst würdet ihr euch das Spiel hier ja gar nicht anschauen. Ist ein Point and Click, da kommt das eher mal drinne vor. Und ich mag das ja, ich mag Geschichten und ich mag auch ganz gerne einfach mal zuhören. Das macht die ganze Welt ja auch lebendig und ja,
Ich hoffe, Geron und Nuri bleiben beide auch lebendig und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!